Ich darf einführen in die Ausstellung Gebärden und dann stelle ich gleich als erstes die Frage, was sind eigentlich Gebärden? Wozu dienen diese Gebärden? Nee, aber ich glaube, es geht auch so, oder? Können Sie mich verstehen? Ich bin überzeugt von dieser Handlung. Weißt du, wer zurücksteht? Okay. Also, Gebärden sind Kommunikation, würde ich sagen. Sie ist Kommunikation zwischen Menschen, nicht verbaler Natur, sondern optischer, wie Malerei, wie Bildhauerei an und für sich. Man erzählt eine Geschichte nicht mit Worten, sondern in einem Bild, in einer Haltung. Gebärden transportieren eine ganze Menge an Assoziationen, an Dynamik, an Emotionalität, an Miteinander. Sie sind eine Verbindung zwischen allen und allem. Und so zeigt sich auch schon die Einladung. Man sieht hier in der Mitte die Figur. Nach oben hin, weit geöffnet, streckt diese überschlagende Figur ihre Hände in den Himmel. Drängend, ernst, im Ausdruck flehentlich, erinnernd, auch passend zum Ort, an das Passionsthema. Mager, fast skelettartig, kahlköpfig, ganz eindringlich wirkend. Die überlangen Arme und die Gestalt verstärken diese Vertikalität. Die Proportionen sind fast schon in die Abstraktion überführt. Überdimensional ist das ganze Verhältnis, die Hände mit den Handflächen nach oben geöffnet. Bittend geht die Figur fast noch eine Notion weiter. Es ist ein Dringen, man könnte fast schon sagen, ein verzweifeltes Verlangen. Diese Eindringlichkeit verstärkt sich noch durch das Gesicht. Diese konturierten Gesichtszüge, die Wangenknochen stechen hervor, dieser Draht am Jochbein, spitz hervortretende Nase, alles ist verschwunden an Gewebe, was aufpolstern könnte. Es ist eine ausgemergelte Gestalt, eine reale, gegenständliche, aber zugleich noch abstrakt. Erinnernd an diesen mittelalterlichen Crucifixus Dolorosus, die Sie vielleicht kennen, diese Marterdarstellung des Gekreuzigten, auch in ihrer Haltung, durchaus dem Gabelkreuz vergleichbar. Es ist ein Kreuz in Person, in Haltung und in Gebärde, das heißt ein Kreuz in sich gewissermaßen. Und so nachdrücklich den Betrachter gefangen nehmen, wie es man im Allgemeinen von der Kunst Martin Eckes gewohnt ist. Denn seine Kunst ist immer Wahrnehmung von Zuständen in Welt und in Leben. Und darin legt er sozusagen die Finger in die Wunde, zuweilen bewusst, zuweilen auch einfach, weil er die aktuelle Problematik dem Rezipienten, das heißt uns, dem Betrachter, so deutlich vor Augen führt, dass man sich dem berührt sein und dem durchaus dem Betroffensein gar nicht entziehen kann. Und so auch in den Flüchtlingsbildern, die draußen sind, die ein jedes durch die Art dieser detaillierten und empathischen Darstellung ein Schicksal verdeutlichen und durch die Augen das Herz treffen, mehr als es manchmal ein Foto könnte. Was mich wiederum auf ihn als Künstler zurückführt, denn an dieser Stelle muss ich an Oscar Wilde denken, der sagte, dass jedes Porträt, das mit Gefühl gemalt wurde, ein Porträt des Künstlers sei, nicht dessen, der ihm dafür gesessen hat. Und so gestaltet Martin alle seine Porträts, so unterschiedlich sie in der Physiognomie auch sein können, ganz individuell. Wie auch die Tonbüsten, die wir hier sehen, eindringlich, grob gestaltet in ihrer Oberflächenstruktur, deutlich erkennbar unruhig, bewegt oder pastos, wie der Kunsthistoriker sagt, schafft er Dynamik. Es ist nichts Glattes, etwas bewegt sich, ist aufrührend. Diese ausdrucksstark gestalteten Köpfe passen dazu. Zum Beispiel sind die Arme nach vorne gestreckt, die Finger verkrümmt, den Mund zum Strich verkniffen, als wollte die Figur sagen, oh Mensch, so versteh uns doch. Bei einem anderen den Finger an den Mund gelegt, die Lippen gespitzt, den anderen Zeigefinger erhoben, ganz hinten in der Ecke, impliziert es sogar zwei Dinge auf einmal. Sei still und hör zu, lausche, achte, lebe wahr. Die Brauen zieht die Figur zusammen, fast ärgerlich. Oder hier bei dem Willkommen, die Arme sind geöffnet, wie in einer Schale die Handflächen. Das Gesicht, ein humorvolles, fast transzendentes Lächeln. Verständige Gleichmut ausstrahlen. Ganz anders in Gebärde und Haltung. Es sind alles Zustände, die uns, dem Betrachter, vertraut sind. Es ist spannend zu betrachten, dass wir alle in gleiche Muster und Verhaltensweisen verfallen, bei der Verdeutlichung bestimmter Inhalte. Die Frage ist nur immer, welche Art sind diese Muster? Wo kommen sie her? Sind sie erlernt? Sind sie gesellschaftlich geeinigt? Sind sie tradiert? Und gerade in der momentanen Zeit ist zu erkennen, dass solche Gebärden überall auf der ganzen Welt benutzt werden, gleich welcher Couleur oder Herkunft sie sind.
zeigt es uns, und gerade hier mittels der Kunst, die Flamme, die über allem steht. Denn wir sind alle Menschen, die zuweilen ihre Verzweiflung durch ausgestreckte Hände über sich selbst hinaus ausdehnen, in den Himmel oder auf den Gegenüber zu, gleich wie man es nimmt, um ihn zu umfangen, zu ergreifen oder ihn packen zu wollen. Gebärden sind archaische Kommunikation, könnte man sagen, universell fast schon, die auch heutzutage in unserer hochtechnisierten Welt gleichermaßen funktionieren. So ist zum Beispiel auch der Like-Button bei Facebook, den ich denke, jeder kennt, letztendlich nichts anderes. Er funktioniert immer, ob in der virtuellen Welt, auf dem Mond oder auf dem Meeresboden und jetzt auch eine Gebärde. Und so ist es signifikant, dass Martin Eckrich genau diese Thematik gewählt hat, aber auch nicht verwunderlich, denn er beschäftigt sich viel mit dem Menschen an sich, dem Menschlichen, könnte man sagen, auch dem, was dazwischen ist. Er blickt auf das Äußere und zeigt uns gleichsam das Innere, auf vielfältige Weise, in Collagen, in Plastiken, in Gedichten, in Performances oder in Installationen und, wie heute Abend, in Musik. Denn so expressiv wie seine Plastiken, so stark im Ausdruck, im Willen zum Ausdruck, sind auch seine Malereien. Sie sind wild bewegt, sie sind drängend, sie sind fordernd und sie sind dynamisch. Immer so, als reiche der Platz gar nicht aus. Und so wie sich seine Plastiken in den Raum ausdehnen, sich erklären durch ihre Gebärden, die sich verdeutlichen, so dehnt sich die Malerei aus und auch die Collagen weit über den Rahmen hinaus, der hier scheinbar Begrenzung ist, aber doch nicht optisch so fungiert. Den Rahmen zu sprengen, denke ich, hat hier wahrlich noch eine tiefsinnigere Bedeutung. Und genau so beschreibt sich auch den Künstler Martin Eckrich. Seine Kunst, seine Kreativität, kann man sagen, sie brodelt hervor, sie sucht sich ihre Bahn. Seine Beschäftigung mit Themen umsetzen, äußert sich dies eben in allen ihm zur Verfügung stehenden künstlerischen Medien, deren Palette nun wahrhaft nicht klein ist und deren Energien zu einem unglaublichen Werkumfang führen. Wir sehen immer ein breit gefächertes Spektrum seiner Arbeiten, gattungsübergreifend, was allem seines Kunstschaffens entspricht. Alles greift immer ineinander, es ist eine Kopplung von allem. Bildhauerei, Malerei, darstellender Kunst, szenischer Darbietung, immer Visualität und Akustik. Und dieses sich ausdrücken auf vielerlei Weise, in vielerlei Techniken und Medien ist meiner Ansicht nach ein Alleinstellungsmerkmal für seine Kunst und für ihn als Künstler. Denn er verwendet immer unterschiedliche Materialien, er nutzt alles, was er findet, gerade da hinten habe ich auch vorhin gesehen, er nutzt verrostete Eisenstücke, Kettenglieder, Grillrost, alte Brustkarten, Metalldraht, Holzüberreste und formt daraus, wie ihm das fest zu sehen, ein Konglomerat, ein Wesen, eine Figur, die zusammengesetzt aus vielem doch eine Einheit bildet, gleichsam zerfällt und ineinander und miteinander hängt und wirkt. Und mit dem nach oben gerechten, ja, was ist das nach oben gerechte? Ein Arm, würde ich sagen, wenn selbst das Betracht das Willen nach Erklärbarkeit und Ordnung dem als Begrifflichkeit, so ist es doch ursprünglich ein Holzstock. Und reckt sich nach oben in unglaublicher Dynamik und in einer Vertikalität. Und so gelingt es ihm immer, seinen Objekten aus diesen Strukturen, teilweise fast schon nur Umrissen, wie hier vorne bei der Familie, einen Körper zu formen, die als Ganzes wahrgenommen werden. So wie hier auf der Einladung hier vorne ein paar. Sie sind umschlungen, sie sind verschlungen, als Einheit verkörpert und doch trotz Plastizität eigentlich nur in Umrissen skizziert, könnte man sagen. Und sie strahlen eine Intimität und Verbundenheit aus, die einem immer bei seinen Figuren und Menschen begegnet. Dieses empathische Empfinden für Harmonie und Menschsein im Positiven. Dazwischen und gleichsam umschlungen dieses kleine Wesen, ist es ein Kind, so denkt man? Oder wenn man sich genauer anschaut, was ist dabei? Es ist doch eher eine Eule. Und so zeigt sich vielleicht noch eine andere Ebene. Denn ist es die Eule oder ist es die Weisheit oder ist es die Welt im Kind? Nicht auch etwas, was ganz und gar zusammengehört und auf Weiteres verweist? Denn hinauf und versunken zum Licht, gestreckt, fließen, entbrannt. An diesem Titel seiner Arbeiten ist deutlich erkennbar, in welche Richtung die Assoziationen werkimmanent und auch bei uns erweckt eigentlich drängen, nach außen. Und so ist es interessant zu sehen, dass diese expressive Wirkung seiner Arbeiten gleichsam
Eine andere Sache völlig vernachlässigbar ist, es ist die Größe. Seine Kunst funktioniert, ich denke, das sieht man gerade auch hier, ob klein oder groß, was durchaus keine Selbstverständlichkeit ist. Denn es ist durchaus ungewöhnlich zu betrachten, dass man in einem Arbeitsschaffen so eine Bandbreite hat, vor allen Dingen im Größenverhältnis. Denn zumeist entwickeln Künstler ihre Vorlieben, die hegen sie, die pflegen sie, sie halten sich an die Gattung und sie halten sich manchmal auch an die Dimension. Aber Martin Eckrich bricht diese gedankliche Beschränkung einfach, indem er sie schlichtweg ignoriert. Und so ist es faszinierend zu sehen, dass es ihm gelingt, gleichermaßen kreativ zu kommunizieren. Denn die Voraussetzungen und die Techniken bei einer 30 cm großen Tonfigur wie hier vorne sind völlig anders als bei den großformatigen Malereien oder bei Rauminstallationen, zum Beispiel in einem uralten Sandsteinkeller mit Gewölbedecke oder im Dachgeschoss eines alten Rathauses. Doch für ihn, der immer alles ganzheitlich sieht, steht alles im größeren Kontext. Das Besondere ist, dass seine Kunst, seine Arbeiten auch oftmals zeitnah zu und explizit für eine Ausstellung konzipiert oder künstlerisch erschaffen werden. Und so ist für ihn und seine Kunst, wie er sie versteht, gerade auch der Bezug zum Ort und zum Thema der Ausstellung und auch zur Aktualität seiner Themen immer etwas, das ihn beschäftigt und inspiriert und gleichsam immer deutlich erkennbar ist. Und am schönsten, finde ich, kann man dies eigentlich zusammenfassen mit einem Satz von Walt Whitmans Grashalme sagen: Ich bin weiträumig, ich enthalte Vielheit. Ich danke Ihnen.